Hallo ihr Lieben. So, ich bin wieder zurück, weil ich mal wieder aufnehmen wollte und ein bisschen was bauen wollte. Ich habe mich gerade mal so ein bisschen hier umgesehen in meiner Stadt und so. Die meisten haben noch keinen Strom, noch kein Wasser, aber das kommt dann später noch. Ich habe das deswegen mal angehalten, damit dann später, wenn ich das richtig starte, dass die alle dann halt Strom und Wasser bekommen. So, jetzt wollte ich hier mal so eine kleine Straße bauen und hier oben dann eben vielleicht mal, wenn es geht, einen Friedhof hin machen. Dazu nehme ich dann einfach mal diese kleine Straße. Man kann ja mal sehen, ich versuche den dann mal irgendwie hier hin zu machen. War so ein bisschen abseits von der Hauptstraße und so. Aha. Gefälle ist zu steil. Ach was. Auf der einen Seite geht es einen Zentimeter weiter. Wohin auch immer. So. Sieht vielleicht nicht ganz so schön aus, aber ich will ja auch, dass dann ja die Leute hier abgeholt werden sozusagen. Da war Müll. Müll brauche ich hier im Moment nicht. Wobei, kann man machen. Müllverbrennungsanlage, aber die macht ja halt auch ein bisschen Verschmutzung. Ne, ne. Dann lieber das hier. Das kommt gleich hier unten. Gut. Gefälle zu steil. Steif. Also ob da geht's irgendwie. Und ja, hier haben wir dann Gesundheitswesen. So, mal gucken. Kommt das hier ungefähr hin? Irgendwo. Nein, Gefälle ist so steil. Ach was. Das kann doch nicht so steil sein hier. Dann müssen wir das ausgleichen, ne? Wie auch immer. Lass mal sehen. Wie wäre es mit Abschrägen oder sowas? So. Mal gucken, kommt hier was? Bewegt sich was? Vielleicht hier? So schön abschrägen oder gerade machen, dass nicht zu steil ist. Das könnte dann klappen. Vielleicht hier noch ein bisschen. Wie sieht es hier aus? Hier bewegt sich jetzt auch nicht so doll irgendwie. Stärke, naja. Es geht. Gut. Dann versuche ich mal, gucke ich mal. Weiß ich nicht, ist das immer noch zu steil? Schauen wir mal. Ist immer noch zu steil. Wow. Das ist immer noch zu steil. Na schön. Das ist zu steil. Das funktioniert jetzt nicht. Dass es noch zu steil ist. Einebnen. Hier ist wohl nicht so viel zum Einebnen. Nee. Könnte man auch so machen. Hier haben wir so schön, ja, das ist doch gut, aber da kommt dann die Straße nicht hin. Ne? Haha, das ist lustig. Das geht an der Straße vorbei.
Wenn das ja jetzt so runter geht. Dann sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus. Moment, bis da. Und dann. So, hier geht's, siehst du? So. Hier ist dann ein schöner Friedhof, schöne Bäume, schöne Wege. Alles klar. So. Dann können die dort abgeholt werden, dahin gebracht werden und so weiter. Dann vielleicht noch sowas hier gleich nebendran. So. Wer das braucht, kann dann dahin. Und ja, da ist noch eine Sauna. Nein, brauche ich nicht. Dann können die vielleicht auch sowas hier machen, ne? Da werden die so lange auch bewahrt, bis sie vielleicht wieder belebt werden. Haha, dann laufen Zombies durch die Stadt. Natürlich nicht, aber vom Aussehen her haben wir mal, ne, Leute, die da dran glauben oder was, können dann sich da einfrieren lassen. So, haben wir das hier auf einer Ecke. Da hätten wir dann noch da medizinisches Labor und dann haben wir noch. Nö, das brauche ich nicht. Swimmingpool brauche ich nicht. Yoga Garten, nein. Gut, hätten wir erstmal das hier. So, wie sieht's denn hier mit ja genau, ich habe hier oben noch. Ich muss mal sehen, wie ich das hier noch besser ändern kann, weil da ist die Kriminalität so hoch. Aber wir haben hier oben keine Polizeistation und die eine ist da unten, aber die können ja nicht hoch, weil ich hier Radweg und Fußweg gemacht habe. Könnte ich den Fußweg wegnehmen oder den Radweg und dann hier noch eine Straße vielleicht irgendwie hinmachen? Ich muss das mal sehen, wie ich das am besten hinbekomme. Müsste ich mal sehen. Schauen wir mal. Hier brauchen wir eine Brücke. Dann vielleicht hier so. Könnte ich hier drauf machen. Und von da an versuche ich dann irgendwie hier hochzukommen. Dass ich da noch irgendwie eine Straße machen kann. Dann würde ich diesen Picknickplatz da erstmal wegnehmen. Und dann einfach mal gucken. Ich mache das erstmal so. Dann. Ja. Nee, das war schon richtig. So. So. Moment, nein. Geh mal. Wieso bist du denn nicht so weit oben? So. Könnten wir denn hier vielleicht auch noch eine kleine Polizeistation machen? Ja. Das ist auch gut. Daneben? Sieht ein bisschen eng aus, nein. Witzig, wenn man das so macht. Ne, dann ist ja das eine Haus da im Wege. Wir machen das so.
hätte man hier oben auch noch so eine Eisdiele, kann man Eis essen. Da unten ist ein anderer Laden, wo man was essen kann und so. Und Club 801 ist irgendwie keine Ahnung was für ein Club. Vielleicht eher so für Erwachsene. Ja, und die Feuerwehr und sowas, die müsste. Dann halt, die hier unten ist, die Straße benutzen. Ist das jetzt zu steil oder würde das gehen? Sonst könnte ich das erstmal wegmachen. Und dann vielleicht ein bisschen erhöhen oder keine Ahnung was, aber nee, das geht ja dann auch wieder nicht. Dann müsste das hier erstmal einen kleinen Tick weg. Damit man da die, ja, etwas besser legen kann, die Straße. Moment, nee, das. So. Ja, wenn ich das so mache, ist ja dasselbe. Dann geht's hier so steil hoch über so eine Achterbahn und dann. Mal sehen. Ich nehme noch mal diese kleine Ecke weg. Nein, wir fangen gleich mal hier so an. Nein, hier ist der da oben verbunden oder was? Nee. Nein, der ist nicht verbunden. Wo zeigt er denn? Ah, warte mal. So, Vorsicht. Nein. Das ist nicht so einfach hier. Los, schließ doch da an oder so. Sieht auf jeden Fall hier besser aus jetzt. Ja, das kann die doch sehen lassen. Gut. Ob es dann auch da klappt, weiß ich jetzt nicht, dass man hier so hoch und runter fahren kann. Aber gut, wir werden es dann später mal sehen, wenn hier vielleicht ein Pillerwagen fährt oder ein Feuerwehrauto. Gut. Ja. Dann habe ich jetzt hier unten die Straße, da ist das angeschlossen, genau, die Straße wollte ich dann noch weiterlegen. Die eine geht ja dann hier lang, da, zu dieser Station. Ich wollte aber hier nochmal so Art einen Frachtbahnhof hin machen, damit dann, wenn hier Züge reinkommen, dass hier unten noch irgendwie was geliefert werden kann, damit die oben auf der Station auch dann ihr Essen haben und sowas. Mal gucken. Das ist der normale Bahnhof. Hier ist der Güterzugbahnhof. Ja.
gucken. Der ist jetzt so. Ich habe ja hier die eine Ecke. Wir haben hier die Ecke. Aber hier ist ja auch noch. Könnte ich das irgendwie so machen? Zum Bebauen war da ja im Moment nichts, ne? Auch bis dahin ist alles besetzt. Hab die Ecke hier noch frei? Wenn ich sonst. Hier ist noch frei. Hier könnte ich noch was hinlegen. Den Bahnhof hinmachen. Hier ist der Bahnhof noch. Ja, hier ist auch eine Haltestelle. Die geht ja hier auch noch weiter. Die eine Straße von oben kommt dann hier runter. Gut, dann kann ich die Bahn hier abbiegen lassen. Und dann können die Wagen hier fahren, wie sie wollen. Und geht es halt in jede Richtung irgendwie. Auch einmal. Das wäre da eine Möglichkeit. Gut. Dann setzen wir den Bahnhof einfach mal gleich hier an. So. Der Güterzugbahnhof. Ja. Dann geht es jetzt halt erstmal darum, dann die Schiene. Nein, nicht so hoch. Dann so. Aber es gibt auch andere Güterzüge, die halt eben von dieser Ecke kommen und dann. Ja. Würde ich sagen. So. Dann haben wir hier so eine Art Dreieck, da kann ich doch noch irgendwas reinmachen. So, dann werden die halt mehr Bilder von beiden Seiten dann beliefert. Einmal von links und von rechts. Gut, wo mache ich dann den Zug jetzt wieder hin? Man kann auch dann einmal hier vielleicht in die Richtung machen, einmal dann in die Richtung. Ja, das ist dann. Genau. Würde ich sagen, der eine geht dann in die Richtung. Da nehmen wir dann so eine kurvenmäßige. So, hoppala. So. Und damit sagen, geht es hier in die Runde. Wenn das so ist, sieht das nicht zu steil aus, ne? So. Dann halt so und dann hier so rum. Das ist dann in Ordnung. So. Und dann fahren die hier wieder zurück und fahren jetzt den anderen Bahnhof hin. Halten hier. Dann könnte ich hier auch nochmal. Wie machen wir das am besten? Würde ich sagen. Gut, ist denn irgendwo noch Platz frei? Hier vielleicht ein bisschen, aber gut. Die Straße, warte mal, hier ist ja auch noch
Dann, ja, hier ist ja noch nicht verbaut. Okay. Dann nehmen wir die, ja, normale, ich würde sagen, ab hier einen kleinen Tick nach da. Dann geht es hier runter. So. Unter der Bahn hier durch. Dann hier so lang. Und dann haben wir hier neben diesem Bahnhof dann noch ein. Ach Quatsch, das ist ja jetzt. Muss auch nach oben kommen. Moment. Moment. Wir müssen ja hier mit der Straße nach oben kommen. Oh, nein, nicht zu steil. So. So. Und dann mal sehen. Na, 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 na. Wenn wir den Güterzugbahnhof vielleicht auf diese Seite hier legen. Und hier wäre dann das war ja schon mal dieser Bahnhof im Wege. Könnte aber dennoch bis da vorne hin machen. Noch ein Stück hier lang. So. Und dann irgendwie hier. So, dann mal gucken. Das mit den Fliegen kommt da ja sogar gut hin. Einigermaßen. Brauche ich nur ein bisschen umlegen. Und dann wird das gehen. Ja. Gut. Jetzt ist natürlich der Zug da im Wege, ne? Und der auch. Muss ich erstmal fahren lassen? Ich lasse erstmal hier mehr als nur einfahren. Alter, warum kommen denn so viele jetzt hier an, Mann? Der hat sogar jetzt hier eine andere Farbe und so. Da ist im Moment frei. Oh, oh, Vorsicht. Das ist blöd, wenn da jetzt. Gut, muss ich mal sehen. Einmal hier weg. So, dann einmal hier weg. Dann einmal da weg. Geht da auch noch? Ja, das geht auch noch. So, den können wir bis hier vorne machen. Da ist dann der Pfeiler im Wege. So. Zack. Und dann. Das ist ein bisschen eng, ne? Dann würde ich sagen. Oder? Nee, keine Kurbel. Eine Gerade ist besser. So. Gut. Da hat sich jetzt nicht allzu viel geändert. Und hier dann so gesehen auch. Nein. Auch nicht. So. Genau. Anstatt die hier weiter fahren können, haben die jetzt hier auch noch so nebenbei einen Frachtbahnhof hier. Wenn die Güterzüge ankommen, können die hier was ablegen, abliefern, abholen, transportieren und so weiter. So, dann geht es hier auf die Straße und die Straße führt dann jetzt halt auf beide Seiten. So. Dann geht es einmal hier weiter. Moment. So, dann wieder hier unten durch. Zack, zack, zacki, zack. Wobei, ich könnte die auch eigentlich
da verbinden, ne? Irgendwie. Dann so. Mal gucken, ob das von hier oben geht. Ich müsste da ja noch durchkommen. So. Warte mal, so. Das ist dann da. Gut. Ist ein bisschen scharf die Kurve, aber gut. Was soll's. Und die andere Ecke, die ist ja da verbunden. So, dann können die auch da in beide Richtungen liefern. Guti, dann haben wir das schon mal richtig hier so Verkehrsknotenpunkt, also Straße, Güterzüge, U-Bahn, Einfienbahn und so. Die eine Bahn, man kann ja dann, wenn man mit einem anderen Zug kommt oder was, in die Bahn umsteigen und dann geht es hier hoch und dann kann man hier lang entweder zu Fuß oder mit der Bahn, dann hier oben lang. Und dann kommen hier oben ja auch noch Geschäfte und sowas hin. Da haben wir dann bis jetzt noch nichts. Das ist auch gut. Mache ich hier mal da. So, da kommen Geschäfte. Das hier so mitten auf dem Berg, da kommen dann so die kleinen Hütten hin und sowas, die kleinen Häuser. So. Dann hier nochmal vielleicht. So, der ist auch blau. Eine kleine Ecke noch. So. Guti. Das wäre es erstmal das für heute. Habe ich ja wieder mal ein bisschen was erreicht. Und dann denke ich mal, brauche ich nächstes Mal die Straße darunter. Dann wird es weitergehen. Bis dahin, mach's gut und bye bye.